Wieder geht ein Stück sowjetischer Architekturromantik verloren. Wer einmal durch die Stadt gelaufen ist und die Garagengemeinschaften gesehen hat, wird die Nase rümpfen. Wer aber etwas Zeit investiert und aufmerksam die Anlagen besichtigt, wird feststellen, dass es ein Ort für intensive Sozialkontakte und Erkenntnisse, dass die Russen goldene Hände haben, ist. Natürlich sind die Garagengemeinschaften, egal ob sie sich im Stadtkern oder außerhalb befinden, kein Augenschmaus. Sie sind hässlich und erfüllen häufig noch nicht mal den eigentlichen Zweck. Denn die Garagen werden heute häufig einfach nur als Werkstatt oder Lagerraum genutzt. Sie entstanden zu sowjetischen Zeiten, als die Autos knapp waren, denn ein Sowjetbürger, ein Mitglied der Arbeiter- und Bauernklasse, brauchte eigentlich kein Auto. Auto war Luxus und ein Arbeiter hatte zu arbeiten und sich nicht mit kleinbürgerlichen Attributen auszustatten. Und so waren die Wartezeiten auf ein Auto lang und um diese noch zu verlängern, gab es ein Gesetz, welches festlegte, dass nur derjenige ein Auto erwerben konnte, der auch eine Garage hatte. Und so entstanden diese sowjetischen Autosiedlungsgemeinschaften in Eigeninitiative unter Überwindung aller Hindernisse des Defizits an Baumaterial. Dass diese Garagengemeinschaften keine Chance hatten, einen internationalen Architekturpreis zu gewinnen, dürfte jedem klar sein. Sie sind heute ein störendes Element im Stadtbild. Das wissen auch die Besitzer. Allerdings wissen die Besitzer auch, dass sie eigentlich keine Garage besitzen, sondern blankes Gold. Denn das Grundstück, auf dem sich die Garagengemeinschaft befindet, ist begehrt. In Kaliningrad gibt es mehr als 83 registrierte Garagengemeinschaften mit mehr als 4000 Garagen. Und diese Garagengemeinschaften verhindern die Entwicklung der Stadt, insbesondere den Bau von sozialen Objekten. Deshalb ist geplant, diese Garagengemeinschaften an einen anderen Ort zu verlegen, verlautet aus der Stadtverwaltung. Allerdings ist diese Aufgabe nicht einfach, denn die Besitzer wollen ihre Garage in der Nähe ihres Wohnortes haben und nicht am Stadtrand. Auch ist der Bau eines Parkhauses nicht immer die Lösung des Problems. Somit bleibt offen, wie man das Problem lösen will. Egal welche Lösung man findet, sie wird auf alle Fälle nicht billig.